Willkommen zu unserer heutigen Partie. Könnte was werden, guter Pass. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Schöne Aktion. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Argentinien hat Platz auf außen. Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ecke kommt in die Mitte. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Und nun Messi. Messi, Riesenchance. Ein unfassbares Tor. Schönes Zuspiel hier. Gut in den Lauf gespielt. Da ist das Tor für Argentinien. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Di Maria. Di Maria auf außen. Ball kommt in die Mitte. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Di Maria. Unglaubliche Parade. Messi muss es machen. Harter Schuss, aber Ball geht eben ins Tor. Knappe Angelegenheit. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Sie holen sich den Ballbesitz. Er ist frei, da kann was draus werden. Aktion geht weiter. Und Tor! Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Er spielt steil. Gute Idee, dieser Ball. Was für ein Tor! Und er schießt. War das eng. Und das war's für heute in diesem Spiel. Die Gastgeber dürfen sich also über einen Sieg freuen.